Also ich würde jetzt sonst beginnen, Kai, gibt das okay, wenn wir alle haben ja sonst soweit keine technischen Probleme mehr mit der Vorstellrunde. Ada schreibt, der wird sich nochmal schriftlich vorstellen, dann würde ich bei Anluven oben anfangen und dann halt runtergehen bis zu Yasuri, ganz unten, wo sich halt jeder nochmal vorstellt jetzt, wo er kommt, wo er herkommt, Occupy-mäßig. Ich glaube, es gibt nur noch ein Camp mittlerweile in Hamburg. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Schön zu begrüßen, dass wenn in Frankfurt sich gerade eins aufbaut, dass ihr nochmal ein bisschen erzählt über euch, wo ihr kommt, was ihr macht und warum Occupy und so weiter. Also Anluven, würde ich dann das Wort geben. Ja, hi, ich bin der Mike und gehöre mit zu der Berliner Gruppe. Bin da seit dem 15. Oktober tätig und habe mich hier auf verschiedenen Facebook-Seiten als Admin gearbeitet und bin also eigentlich dabei, weil ich seit gut 20 Jahren die Schnauze voll habe davon, dass wir anderer Leute Leid verursachen, und wünschte mir schon immer, dass irgendwas passiert. Und es hat sich jetzt am 15. Oktober ergeben, dass da tatsächlich mal ein paar Leute auf der Straße waren. Ja, und seitdem bin ich halt mit dabei, aber sehe eben auch die großen Probleme und die großen Fehler. Und wenn vorhin nach einer Prognose gefragt wurde, dann eben, nee, nach einem Wunsch, dann wünsche ich mir, dass wir uns schnell über unsere Ziele klar werden und unsere Gegensätzlichkeiten uns dessen bewusst werden. Ja, Fertig. danke, Aluben. Dann Backup. Also Backup ist ja unser Backup, das ist unser Ralf, genau. Dann B. Hallo, ich bin Bi und ich komme aus Berlin. Ach so, also ich bin das erste Mal hier und ich wollte mir das einfach mal anhören, wie das hier so funktioniert und wie das hier so abläuft. Ja, danke schön, Bi. Dann bekloppte Mumu, whatever das sein soll. Die kann nicht sprechen. Hey, bekloppte Mumus können auch nicht sprechen. Und die hören auch nicht zu. Okay, kann er dann auch etwas schreiben? Ich weiß nicht, Paulette, hältst du das ein bisschen Blick auf den Chat, nicht, dass ich das übersehe. Ja, gut, dann weiter mit Carlos. Der hat doch kein Mike. Carlos hat auch kein Mike. Carlos hatte oben, Carlos hatte oben schon geschrieben, dass er kein Mike hat und dass er da ist. Jo, dann herzlich willkommen, Carlos, und weiter mit David. Vielleicht mal ein kleiner technischer an alle, die kein Mike, verfasst ihr schon mal eine Botschaft vor, irgendwie, dass du bist abgebrochen. alle mal vielleicht, die kein Mic haben, einfach eine Nachricht vorverfassen, damit sie dann on time jetzt gleich mal sich vorstellen können und dann auch sagen können, hey, ich habe kein Mic. Genau, ich denke auch, wir brauchen gar nicht hier die einzelnen Namen aufzurufen, Basti, sondern jeder sieht, wenn er dran ist. Selbstverantwortung. Yippie! Jo, machen wir so weiter. Ja, weitergehen. Ja, gut, also wenn Carlos nichts sagt, bin ich dran, denke ich. Also ich bin der David aus Saarbrücken. Und ja, wir geben eine Online-Zeitung raus und machen verschiedene Aktionen hier. Und wollte mich halt jetzt weiter informieren, wie es hier weitergeht dann, ne? Okay. Bist du fertig, David? Ja. Ja, ich bin Jan. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon ein bisschen. Die Leute, die hier noch bei der Demo waren, war der Typ, der so ein bisschen mit Ägypten und Spanien zu tun hatte und sich in Facebook schon ein bisschen versucht hat zu vernetzen und sich freuen würde, wenn das hier so ein bisschen weitergeht. Und ich werde in ein, zwei Wochen, wenn alle Duty nach Ägypten ausdüsen. Und habe dort auch ein paar Kontakte zu Leuten, die ja schon ein bisschen
sich vernetzt haben und vielleicht können wir da auch später anknüpfen. Genau, Kabelbrand hat, Dankeschön. Kabelbrand hat unten geschrieben, ich habe auch kein Mic, aber ich koche jetzt erstmal, deswegen Missachtung der Reihenfolge. Ich bin über 15M Berlin eingestiegen und Mitglied der Internationalen Gruppe Berlin und zum ersten Mal hier. Dann guten Appetit auch für dich, wenn's fertig ist, das Essen. Ja, und dann weiter oben in der Liste mit den Agenten oder Magdeburg. Ich bin ein Agent vom Planeten Erde und beobachte. Hallo, ist der Agent jetzt fertig? Ja. Okay, hallo, ich bin Marianne. Ich bin gerade in Dresden, ich komme auch aus Dresden. Aber ich bin gerade wegen dem Studium in Magdeburg. Und habe dort ein bisschen dieses echte Demokratie-Jetzt-Ding miterlebt und mitorganisiert. Also im letzten Jahr eine kleine Demo. In Magdeburg ist da nicht so viel, ist auch eher klein. Und betreue auch die Facebook-Seite mit. Ja, genau, ich bin fertig. Kurzer technischer mal. Ich würde schon gerne ein bisschen genauer wissen, wer der Agent ist. Ja, Agent, magst du dazu noch was sagen? Nö, wieso denn? Gut, dann weiter. Marmelade oder nee, ach Marmelade, oh Gott, Marmelbeene, okay. Marmelbeene sagt, ich bin Frau Marmelbeene und ich bin 26 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich bin und habe nicht viel mit Occupy zu tun, bin aber schwer begeistert über die ganzen Zeltplätze in den Städten. Nur so kann was geändert werden. Hauptsächlich mag ich die Idee des systemischen Kondensierens, habe schon viele Filme gesehen und Lieder gehört. Ja, Gaston? Gaston, bist du da? Gaston? Er scheint gerade vielleicht nicht am PC zu sein. Okay, dann Gulli. Erstmal. Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Gulli-Taucher. Ich bin der Willi. Bin eigentlich in Berlin schon relativ bekannt und bin letztes Jahr hier in Berlin zur Occupy-Bewegung dazugestoßen, sehe mich gegenwärtig aber nicht als Occupy-Aktivist, sondern eher, ich weiß, ich habe mit allen zu tun, Occupy, EDJ, Acampada, Global Change, alles mögliche. Ich mag es einfach nicht, in irgendeine Schublade gesteckt zu werden und bin auch immer sehr kritischer Mensch, weil ich, reicht eigentlich aus. Bin auch 25 Jahre alt und, habe nicht gekifft. Und raus. Ruhecker, Sie sind raus. Na gut, ich bin die Hanfprinzessin. Ich bin Hanfaktivistin aus Berlin. Also so ist meine aktivistische Laufbahn. Und bin, ich sag mal so, mein Interesse für die Bewegung kommt aus den Büchern, die ich vor Jahren gelesen habe. Celestine, vielleicht kennt ihr jemand von euch. Da geht es um eine kritische Masse, die erreicht werden muss, damit sich was verändern kann. Und ich bin halt sehr unzufrieden mit dem Zustand, auch wenn es uns hier noch sehr gut geht, so weiß ich doch, wo unser Wohlstand drauf beruht oder welche Zusammenhänge da mittlerweile sind, also dass es anderen sehr schlecht geht. Und das möchte ich schon lange nicht mehr. Ich fühle mich da scheiße und will was ändern und hatte halt gehofft, als diese ganze Bewegung losging, das wäre diese kritische Masse. Bin natürlich auch jetzt an so einen Punkt angekommen, wo ich noch nicht genau weiß, ob es die ist. Vielleicht ist es echt nicht, weiß nicht. Es sind so viele Fronten innerhalb der Bewegung entstanden, dass ich also diese kritische Masse nicht mehr da sehe so richtig. Oder vielleicht doch, vielleicht keine Ahnung. Also ich bin sehr unzufrieden, manchmal sehr zufrieden. Also ich liebe die Bewegung sehr. Ich war auch in den Camps, also ich habe mir auch andere Camps angeschaut und habe auch im Camp mitgearbeitet. Daraus ist dann auch die Abwehrküche entstanden. Wir begleiten die Demos als Volksküche, bereiten da viel vor. Also ich bin so ein kleines Helferlein, wo ich kann, helfe ich und mache ich. Und ich würde mir wünschen,
dass wir unsere Ego-Sachen zurücknehmen, dass sich diese einzelnen Leute, die so vorlaut auftreten, endlich zurücknehmen und dass wir zum Wesentlichen zurückkehren, dass es hier um eine globale Sache geht, dass wir selbst der Wandel sind, den wir uns wünschen, in der Welt zu sehen, aufhören, Wasser zu predigen und Wein zu saufen und einfach jetzt mal anfangen, konstruktiv zusammenzukommen. Danke. Jano? Ich glaube, die hat auch kein Mikro. Oh Mann, wenn ich was schreibe. Das geht immer an Kabelbrand. Ja, das ist das Problem, was ich vorhin berichtet habe. Also du musst oben Occupy Deutschland anklicken, damit das für alle sichtbar ist, ne? Okay. Jo, dann weiter mit Kai konnte Jano. Kabelbrand, genau, Kabelbrand haben wir. Der Kabelbrand hatte ja schon geschrieben, dass er kocht und sich deswegen vorgedrängelt hat. Ah ja, okay. Kai kann auch nicht sprechen, dann Kalle. Kalle hat gerade geschrieben. Karl-Heinz, kurz vor 40, Hamburg, unter anderem Online-Aktivisten, Castor und so weiter. Kai schreibt auch, Moin, bin die Kai und zum ersten Mal hier, war bei Occupy London von Anfang dabei und bin gerade erst wieder zurück nach Deutschland. In Bremen hauptsächlich, aber auch oft in Hamburg, Hannover, Berlin. Mache neben Occupy auch noch andere Projekte, die aber alle irgendwie auch miteinander zu tun haben. Freue mich, hier euch ein bisschen kennenzulernen und die Netzwerke weiter auszubauen. Yeah! Und ein Smiley. Sehr schön, danke. Kommst ja viel rum. Klasse. Schade, dass du noch nicht klarkommst mit dem Mikro. Das fände ich ja auch mal spannend, aus London und so zu hören. Aber okay. Ja, ich bin wohl dann dran, wobei mein Laptop sich gerade wohl verabschiedet. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ja. Also der ist ganz schlecht und ganz heiß. Also ich rede mal ganz kurz. Ich bin Karin Rosengarten. Im Real Life habe ich bisher relativ wenig gemacht. Ich war auf Blockupy Frankfurt und auf der Biennale Berlin und ja, einmal Adminar im EDJ-Forum für längere Zeit. Und ja, ich beteilige mich ziemlich häufig auf Facebook, auf den Foren. Ja, das war es eigentlich schon. Danke. Kyra Daly schreibt, vorlesen bitte. Kein Mike, bin Online-Aktivistin aus Vorpommern, bin das erste Mal hier, reale Aktionen gibt es hier nicht. Danke, Kyra. So, und dann bin ich wohl dran, ne? Ich bin Mario, 44 aus Erfurt, Thüringen. Wir sind hier in Erfurt eine kleine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, seit November des letzten Jahres. Wir haben schon mehrere Aktionen gestartet, Demos. Ja, und ja, jetzt versuchen wir halt dann, dass es ja auch Gesamtdeutschland halt mal klappt, dass wir uns weiter vernetzen. Und da kann ich mich nur dem anschließen, was halt ja unsere liebe Hans-Prinzessin gesagt hat, aus Berlin. Grüße und danke nochmal für die Hilfe vorhin. Ende. Okay, Martin hatte, glaube ich, vorhin geschrieben, dass er nebenbei arbeitet und deswegen nur zuhört. Ich kann trotzdem kurz was sagen. Okay, gerne. Hallo, Martin. Ja, hallo, wobei ich habe auch nicht viel zu sagen. Ich bin, ich komme aus Karlsruhe, Süddeutschland, und wir sind hier auch eine kleine Gruppe, wobei ich da aktuell nicht so ganz aktiv sein kann. Und ja, wir versuchen auch ein bisschen was mit anderen, wir haben ein kleines Blockupy-Bündnis und versuchen da auch ein bisschen was zu bewegen und uns auch mit anderen ja, Vereinigungen zu verbünden. Danke. Jo, dann lese ich das jetzt schon mal vor von Sagala 2010.
Hey, ich bin Peter aus Freiberg. Ich bin aktiv in unserer hiesigen Occupy-Gruppe. Ich bin aus fester Überzeugung dabei und es wäre toll, wenn die Bewegung weiter wächst und sich auch noch enger vernetzt. Dann jetzt nochmal von der Janno. Hi, ich bin die Janno aus Würzburg. Bin seit Mai aktiv in Würzburg und Berlin. So, und der Name, Realname ist übrigens Fanny von der Hanfprinzessin. Das hatte sie vergessen zu erwähnen und sie wollte auch noch sagen, dass in Portugal, Spanien, Griechenland Millionen auf der Straße sind. Dort ist die Arbeitslosenzeit so hoch wie nirgendwo. Entweder sind wir Deutschen sehr leidensfähig oder unser Leid ist noch zu gering. Ja, und ich bin der Sebastian 34 hier aus dem Norden von Deutschland, aus Kiel. War lange Zeit im Studium Wirtschaft und Recht in mehreren Gremien tätig, habe mich viel für die Studenten eingesetzt, unter anderem Präsident des Studierendenparlaments hier in Schleswig-Holstein und der FH. Bin dann, nachdem meine kleine Tochter auf die Welt gekommen ist, etwas kopflos gewesen, habe mich gefragt, was ich mache, was ich machen kann. Bin dann aufgrund dessen zur Occupy-Bewegung gestoßen im November. Und hab dann gleich geguckt, Mensch, gibt es da irgendwo eine Gruppe? Und hier gab's ja Occupy Kiel, hab mich dem angeschlossen, bin dort super freundlich empfangen worden. Ja, und seitdem immer aktiv dort, ja, fleißig mitgemacht, Aktionen gemacht, versucht mit den Menschen zu sprechen über die Zukunft, wie es weitergehen kann. Für mich steht ganz klar fest, dass es uns nur gut gehen kann, wenn es allen Menschen gut geht auf diesem Planeten. Diese Erkenntnis, ja, es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis diese Erkenntnis alle haben. In der Occupy-Bewegung selber sehe ich eine ganz große Chance, einen Wandel in der Gesellschaft durchzuführen. Auch wenn es hier in Deutschland jetzt gerade ein bisschen eingeebbt ist. Also unser Camp wurde vor ein paar Wochen geräumt, pompös, mit 150 Polizisten für 15 Aktivisten. Das war eine sehr... war sehr nett anzusehen, was da alles aufgefahren wird, um da so ein paar Aktivisten, ja, sag ich mal, dann doch wegzuschieben. Ich glaube, dass die Bewegung ja allgemein in Deutschland weggeräumt worden ist. Mittlerweile, weil man gesehen hat auch, dass sie wirklich ernsthaft ist, dass sie standhaft ist und dass sie bleibt. Von Anfang an haben wir immer gesagt, das wird eine langfristige Geschichte werden. Das ist es auch geworden und das finde ich bisher auch super cool. Nun stellt sich für mich die Frage, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Irgendwann tippt dann noch irgendwie, ich glaube, bekloppte Mom, Momo oder so. Du müsstest, oder Carlos, ja, ihr müsstet mal rausschalten. Dissens, wenn du so lieb wärst und vielleicht nochmal den Push-to-Talk anstellen würdest. Für mich stellt sich halt jetzt die Frage, wie es weitergeht. Ich sehe eine ganz große Chance, auch wenn wir hier in Deutschland wenige sind, dass sich diese, also wenige im Gegensatz zu anderen Ländern, da haben wir natürlich mit ganz anderen Mengen zu tun. In Spanien haben wir, glaube ich, 200.000, ab 200.000, die auf die Straßen gehen, da haben wir auch mit ganz anderen Problemen zu tun. Vielleicht ist das hier in Deutschland noch nicht so weit von der Erkenntnis her. Dennoch ist das ja hier Deutschland, sag ich mal, so nach außen das Bild, dass wir das zentrale Übel sind. Das sind wir natürlich nicht. Hier gibt es ganz, ganz viele Aktivisten, die sich in verschiedensten Richtungen engagieren. Und es ist eine Chance da, die ich sehe, wenn wir diese Aktivisten nehmen, quasi, und uns zusammentun und uns vereinigen, dann können wir auch mit wenigen Aktivisten qualitativ etwas erreichen und auch den Menschen hier zeigen, dass wir da sind und dass wir bleiben. Und dass wir auch sicherlich irgendwann wieder Camps aufbauen werden. Deswegen heute schön zu hören für mich, dass das in Frankfurt womöglich wieder schon losgegangen ist. Passt ja ganz gut. Die Occupy-Bewegung hat heute Geburtstag gefeiert. Wir haben gesehen, in New York waren wieder ganz viele Menschen auf der Straße. Und diese Geschichte ist noch lange nicht ausgestanden. Ganz klar ist, dass sich was ändern muss, dass wir, wie wir zusammenleben miteinander, das vielleicht neu besprechen sollten. Ja, und den Rest am Problem kennt ihr ja selber. Ja, wie gesagt, das bin ich und ich kämpfe hier oben im Norden und ja, überall bin ich dann mal. So. Dann würde ich sagen, Christian. Eine kurze Frage. Stopp.
Ich muss jetzt wirklich essen. Meine Tochter muss dann ins Bett. Also wenn ihr mich kurz vorher rannehmen könntet, ja, wäre ich auch sehr dankbar. Mario, nicht so dicht ans Mikro, bitte. Alles klar. Ja, Querfeld. It's up to you now. Gibt's Einwände? Nein. Sehr schön. Maestro Q, mein Name, oder auch Lars, komme auch aus Berlin. Mach schon seit ewiger Zeit Musik und ja, die hat mich auch dazu geführt, darauf zu hoffen, dass diese Bewegung endlich entsteht. Hab da schon vorher für mich innerlich zumindest drauf hingearbeitet. Hätte es nie für möglich gehalten, dass sowas wirklich entsteht. Und schwuppdiwupp, da ist es. Ja, bin auch seit 25.08. dabei, als auf dem Alexanderplatz versucht wurde zu zelten und als ich dort gesehen habe, wie dort die Demonstranten ja quasi weggeknüppelt wurden, gab es für mich kein Zurück mehr. Seitdem auch Vollzeitaktivist und wirklich eigentlich bei jeder Sache, die mir möglich ist, dabei. Hab jetzt auch eine Tochter und eine Frau, die darunter unter Umständen auch mal sehr leidet, dass ich da sehr aktiv bin, aber für die tue ich es eben auch und ja. Das erstmal nur kurz zu mir. Vielen Dank. Danke dir und dann guten Appetit erstmal. Danke, bis später. Ich komme nochmal zurück. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde es dann nochmal vom Christian vorlesen. Den kenne ich auch hier aus Kiel. Schön, dass du heute hier bist auch, dass du, oder eigentlich muss man umgekehrt sagen, er findet schön, dass wir hier sind, weil er auch immer gesagt hat, Mensch, wir müssen zum Mumble gehen. Also erst, ich bin Christian aus dem Occupy Kiel Camp. Und bin bei Occupy dabei, weil ich sah, dass sie Hilfe brauchten und ich mich für ein gutes Ziel einsetzen wollte. Ich bin nur passiv dabei, da ich nebenbei beschäftigt bin und wollte mal reinschnuppern. Nächstes Mal, wenn ich nächstes Mal früher Bescheid weiß, kann ich es einplanen. Ja, alles klar, dafür werden wir sorgen, dass das er rechtzeitig weiß. Aber ansonsten auch in den Gruppen gucken, da steht's dann auch immer drin. Ja, und dann weiter bei Freiberg, Occupy Freiberg. Und nochmal vielleicht die Bitte an Deep Sense, das Push und Talk doch anzustellen, Deep Sense. Also wir hören immer noch deine Tastenanschläge, was du da auch immer machst. Okay, Freiberg, hört ihr uns? So, ihr habt eine Taste genommen, die man beim Tippen nimmt. Kein Problem, dankeschön. Jo, dann Würzburg. Ja, hi, hier ist Occupy Würzburg. Wir sind zu dritt, nee, wir sind sogar zu viert. Ich bin der David, ich war am 15. Oktober letztes Jahr in Berlin. Und seitdem versuchen wir hier auch so ein Occupy Würzburg aufzubauen. Mal läuft's besser, mal läuft's schlechter. Ja. Ja, dann mache ich gleich mal weiter. Ich bin der Ronny auf Facebook Rose and Chronic. Ich bin eigentlich auch seit den Anfängen dabei, als eine mutige Gruppe wackerer Leute sich den Alex genommen haben und dafür ein paar Tage ausgehalten haben. Seitdem habe ich mir gedacht, ich muss mich auch irgendwie engagieren. Und ja, bin seitdem deutschlandweit eigentlich aktiv, habe mehrere Camps besucht, mal länger, mal kürzer und bin drauf und dran, mich weiterhin gut zu vernetzen. Ja, ich bin der Ruben, ich bin jetzt nicht so der aktive Occupier, also ich bin nicht wirklich aktiv in der Gruppe, aber ich habe versucht, die Jungs zu unterstützen, wo ich kann. Reg mich auch sehr auf über die jetzige Finanzsituation und versucht irgendwo irgendwie ein besseres Geldsystem den Leuten schmackhaft zu machen, wo man kann. Ja. Das war's von uns. Ja, dankeschön. PA, bist du da? Hallo, ich bin PA aus Hamburg. Ich bin Admin im Echte Demokratie Jetzt Diskussionsforum. Bin zu der Bewegung so im Anfang des Jahres gestoßen, weil ich sehr unzufrieden bin mit der Situation in Deutschland, wo die Schere zwischen Reich und Arm völlig auseinandergeht, wo also
mehr oder weniger die kleinen Leute jetzt hier auch für die Banken schuften müssen. Und das war für mich alles sehr, sehr brutal, hat mich total angemacht, hat mich total wütend gemacht. Und dann habe ich angefangen, nicht mehr nur wütend zu sein, sondern auch mal zu sehen, was man so machen kann. Na gut, ich bin dann bei Blockupy gewesen, ich habe verschiedene Occupy-Gruppen besucht, habe mich dann auch mit dem GDJ auseinandergesetzt. Ich selber komme allerdings aus der Hausbesetzer-Ecke und bin auch sehr nah an der Antifa. Also ich halte zum Beispiel nichts von rechtsoffenen Occupy-Bestrebungen, Querfront zu machen und sowas. Okay, der Nächste bitte. Ja, ich bin Paulette. Ich bin Hamburgerin, lebe in Berlin und bin schon seit meinem 14. Lebensjahr dabei. Da hieß es noch nicht Occupy, aber da haben wir auch schon gezeltet und gekämpft und besetzt und gemacht und blockiert und getan. Ja, und bin hier in Berlin so seit dem Camp dabei, mich zu vernetzen mit den Berlinern und mal zu schauen, wo mein Platz ist. Ja, vorher, ich bin sehr aktiv im Online sehr aktiv, nicht nur auf Facebook, aber natürlich auch auf Facebook. Bin da ja auch Admina, wie einige wissen, im EDJ-Diskussionsforum. Und bin aber online schon vorher auch sehr aktiv gewesen. Also, so richtig eingestiegen bin ich mit Amnesty Online und auch vor allen Dingen bei der Grünen Revolution im Iran 2010. Da habe ich sehr viel gemacht. Ja, bitte weiter. QSS, dann kommt Rainer dran. Jo, Rainer, bist du da? Rainer Mandler? Er hat sich stumm geschalten, glaube ich, wie es aussieht. Ja. Rainer schreibt. Ja, er schreibt. Hallo zusammen, ich bin 51, habe 4 Kinder, einen Enkel und finde, dass dringend was getan werden muss. Wenn ihr meinen Namen googelt, findet ihr einiges, unter anderem auch mein Engagement für die Occupy-Idee in Form von Songs, deren Einnahmen wir mit der Bewegung teilen. Ich bin quer über den Planeten mit allen möglichen Leuten vernetzt. Ich bitte die besonders aktiven Kontakte mit mir aufzunehmen, entweder per Mail oder über Facebook. Rainer Mandler. Danke, Rainer. Dann nochmal von Occupy Freiberg. Hallo, ich heiße mit bürgerlichem Namen Erik, auf Facebook Astolas Schiavo. Occupy hat sich in Freiberg zum Global Revolution Day formiert. Vorher waren wir eine einfache Bürgerinitiative namens Initiative gegen antidemokratischen Lobbyismus und haben auf dem Aktionstag beschlossen, uns der Occupy-Bewegung anzuschließen. Motivation, warum und wieso, ist unterschiedlich. Einige haben ein Problem mit dem gnadenlosen Konsum, manche kritisieren diese Bankenrettung, andere sehen globale kritische Punkte. Ich persönlich, für meinen Teil, bin nicht mehr bereit, meiner 3 Jahre alten Tochter eine so kranke Welt zu übergeben. Vielen Dank, Erik. Da hat Reinhard unten noch seine Mailadresse reingeschrieben für jeden. Könnt ihr ja dann lesen und euch abschreiben, wenn ihr es wollt. Hallo Jack is back. Welcome. Nabend. Scheint alles geklappt zu haben. Danke, Martin, für die Adressennennung. Ich habe dann gerade Mumble installiert und ja, scheint zu funktionieren. Na Leute. Ja, Jack, sei gegrüßt. Dann würde ich einfach sagen, magst du dich kurz vorstellen, Jack? Ja, mein Name ist Jack and I live in the back. Ich komme aus Hamburg und bin seit dem 15. Oktober bei mit um Occupy aktiv. Das heißt, im Moment bin ich es eigentlich nicht. Im Moment sitze ich da eher auf der Reservebank und schaue dem munteren Treiben zu. So wie ich das verstanden habe, ist in Hamburg das letzte aktive Camp. Ich glaube, die anderen sind jetzt alle geräumt oder auf andere Weise
der Geschichte anheimgefallen. Insofern muss ich vielleicht tatsächlich mal wieder vorbeischauen. Danke. Okay, danke. Gut, dann weiter zu Ralf. Doch, ich bin der Ralf und war 2011 im Mai recht froh, dass der arabische Frühling auf den Kontinent kam und bin seitdem bei Occupy in der globalen Demokratiebewegung aktiv und freue mich, mit euch das Vernetzungstreffen organisieren zu können. Möglicherweise, wer weiß, weil Kommunikation und Vernetzung sind wichtige Punkte, wie ich finde. Okay, nächste bitte, Sakala 2010. Ist taub. Sagala hatte sich schon vorgestellt. Ach stimmt, das war weiter oben schriftlich, ne? Ich glaube, Peter war sein Name. Jo, Thomas, Videotonale. Hi. Vorstellungsrunden machen mich immer sehr nervös. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hier sitzt auch Carina, ne? Wir sind zu zweit, machen wie die Autonale Interviews und Statements von Aktivisten, dann, weil wir denken, wir müssen mehr werden und nicht weiter weniger teilweise. Und da gab es auch schon Leute, die dadurch getriggert wurden, dann doch mal zur Demo zu gehen und oder auch zivilen Ungehorsam zu leisten. Unser erstes Video haben wir dann gemacht. Moment, ich wollte das mal reinposten und ich habe die Push-to-Talk auf die Leertaste gedrückt, gesetzt. Kann ich jetzt hier gar nicht rein. Ja, da musst du... Okay, das habe ich jetzt irgendwie da reingeschwurbelt. Und sorry. Okay. Ich weiß nicht, hört ihr mich? Okay. Ja. Okay. Ich lasse jetzt, weil ich so müde bin, Carina eigentlich einfach den Rest erzählen. Carina sitzt jetzt hier neben mir. Ich weiß gar nicht, was ich so viel erzählen soll. Also wir sind seit 26.08.2011 mehr oder weniger permanent dabei, Leute zu interviewen, die wir irgendwie spontan auf der Straße finden. Manchmal haben wir auch Leute in unserem Wohnzimmer sitzen, die irgendein Thema tiefergehend sich schon angeguckt haben. Aber im Prinzip sind es alles Leute, die eben sind wie du und ich, die irgendwie Angst haben vor der Kamera, die das nicht gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen. Und ja, mein Job ist, die Leute zu interviewen, weil Thomas macht die Kamera. Und beides auf einmal kann man schwer machen. Also ich versuche irgendwie den Leuten etwas aus der Nase herauszuholen. Und es ist eigentlich immer sehr einfach, warum bist du hier, ist eigentlich mal immer meine Eingangsfrage. Und dann kommen die unglaublichsten Dinge raus. Wir haben jetzt am 15., also wo die Friedensdemo auch war, waren wir nicht auf der Friedensdemo, weil wir da noch einen Termin hatten. Aber wir waren kurz davor bei der portugiesischen Botschaft und morgen oder übermorgen wird da das neueste Video dann auch hochgeladen. Ich weiß nicht, kennt ihr schon den Kanal? Das ist doch schon, gib lieber den Link rein von eurem Kanal, bitte. Und also wir haben jetzt inzwischen schon über 100 Interviews und insgesamt vielleicht so 140 Menschen befragt zu den unterschiedlichsten Themen, weil Demos sind ja immer auch themenbezogen und dementsprechend erzählen die Leute natürlich. Also wäre komisch, wenn sie Kapitalismus reden würden, wenn es gerade um Genfutter geht oder so. Aber jedenfalls sehr spannend, was Menschen zu berichten haben und von denen haben wir wirklich schon sehr, sehr viel gelernt. Vor allen Dingen, dass es nicht die Wahrheit gibt, sondern dass es ganz, ganz viele Wahrheiten gibt und dass die Wahrheit irgendwo immer dazwischen liegt.
Und okay, wir werden jetzt hier gerade zurechtgewiesen, kommen zum Punkt. Okay, okay, dann stoppen wir das jetzt hier. Okay, und ich poste jetzt gleich noch den Link rein von dem Blog und da steht auch das Konzept und all das. Und ja, wir freuen uns für jeden Interviewpartner und so weiter und wir stehen auf Widerstand und wir wollen, dass wir mehr werden. Okay, noch viel Spaß. Danke. So, Yasuri hatte vorher schon geschrieben, weiter oben. Das habe ich jetzt kopiert und setze das hier unten rein, weil er oder sie kurz AFK muss. Also ich poste das mal eben unten rein, Ralf, und dann bist du dran mit dem Einwurf. Könnt ihr es lesen? Ich hoffe, ich habe den richtigen Kanal. Yep, alles gut. Ralf? Ich würde jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir richtig anfangen, fragen, ob irgendjemand dabei ist, der was gegen die Tonaufnahme hat, dass die nachher veröffentlicht wird. So, wenn das der Fall ist, will ich jetzt kurz zu Wort melden. Genau, falls das akustisch nicht so rüberkommt, ich sag's auch nochmal an, weil Ralf, du bist ganz schlecht zu hören, irgendwie, zumindest bei mir. Also Ralf nimmt das Ganze hier auf, von wegen Transparenz und so, und das auch wegen Protokoll, damit wir das nochmal später auch zusammenfassen können, vielleicht was dabei rauskam. Wenn da jetzt jemand was gegen hat, dann bitte einmal Hallo sagen. Gut, scheint nicht der Fall. Okay, ich lese nochmal vor, was Yasuri schrieb. Ich will nicht unterbrechen, deswegen hat er erst vorher geschrieben. Muss kurz AFK. Bin 26 aus Nürnberg, aktiv seit ich 15 bin, gegen Nazis etc. EDJ, Occupy und andere Schubladen seit dem 15.M.2011. 2011 wöchentliche kleine Aktionen gemacht, Flyer verteilen, Kundgebung etc. Letzten Oktober von Aachen nach Brüssel mitgelaufen. Wow, sage ich dazu. Zurzeit beruflich leider sehr eingebunden, habe noch immer die Hoffnung, dass aus dieser in Anführungszeichen gesetzt Bewegung eine bessere Welt hervorgehen kann. Ja, Mario, ciao. Mach's gut, schönen Abend. Mario verabschiedet sich gerade. Danke, tut mir leid, aber ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Danke. So, es gab jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Neuankömmlinge. Wollen die sich auch noch vorstellen? Ja, ich glaube, da haben wir einmal den Andi. Oben, Andi, möchtest du was sagen? Andi hat anscheinend Mikro aus, aber Andi, kannst du dich ja schreibend vorstellen, wenn du magst. Und dann sehe ich noch FZR, was auch immer das heißen mag. Ach so, das heißt Florian Zararias Raffel. Guten Abend. Jo, magst du ganz kurz dich vielleicht nochmal vorstellen, Florian? Ja, gerne. Ich habe ja noch ein kleines Mumble-Problem. Und zwar habe ich so eine Roboterstimme, die mir den Chat dauernd vorliest. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ja, einmal auf Konfiguration gehen. Und dann siehst du Text zu Sprache, da ist ein Häkchen. Das bitte einmal entfernen. Ja, ich hoffe, dass... ja, danke. Scheint weg zu sein. Ja, ich bin lebe in Berlin. Bin 41 Jahre alt und bin seit dem 15. Oktober letzten Jahres dabei. Bin eigentlich primär jetzt im Netz unterwegs. Also auf Facebook und hoste auch ein paar Websites für Occupy Berlin. Ja, ich glaube, viel mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht sagen. Und vielleicht aktuell haben wir mit ein paar Leuten aus Berlin primär jetzt genau vor 7 Tagen auf Facebook eine Vollversammlung gegründet. Und da waren wir jetzt sehr beschäftigt. Und da ist so die Idee, dass wir die Assemblea ins Netz bringen. Also jetzt erstmal in Facebook und sozusagen eine ständige Assemblea auf Facebook haben und da setzen wir primär diese Umfragen ein und das ist ganz spannend, dass man mal ein Bild bekommt, also Stimmungsbilder und schnell auch mal Feedback abgreifen kann. Ja, das eigentlich dann erstmal zu mir. Vielen Dank. Okay, dann sind wir mit der Vorstellungsrunde durch, soweit ich sehe. Ist es richtig? Paulette, ich habe auch den Link gepostet.
Jo, Videojournal hat nochmal den Link gepostet, nochmal zu dem Projekt, was die Jungs da machen. Ich habe es mir schon angeguckt, ich finde das eine super, super Sache, gute Sache. Ich glaube, dass wir da eine Menge Medien brauchen, die wirklich mal ein bisschen offener sind, anstatt die wir jetzt haben, aber das wisst ihr ja alle. So, dann keiner mehr, der sich vorstellen möchte. Dann freue ich mich schon mal, dass hier mindestens 37 Leute, die ich gezählt habe, ja, quasi sich doch nochmal versammelt haben. Was ja auch ein gutes Zeichen ist. Ich glaube, auch hier in Mumble sieht man das jetzt, wenn man diesen Chat sieht, da in Deutschland ist doch noch was los und da gibt es auch Leute, die sind aktiv. Ich würde dann sonst einfach mal einsteigen und der Tagesordnung nachfolgen, wo dann steht Diskussionsrunde. Was wünsche ich mir von einem Vernetzungstreffen? Denn das Ziel vielleicht ist ja auch, dass wir uns alle, ja sag ich mal, in Real vielleicht doch mal treffen und doch mal kennenlernen, um vielleicht weitere Aktionen auch bundesweit vielleicht zu planen. Und ja, wie stellt ihr euch so ein Vernetzungstreffen vor? Wie sieht so eine Vernetzungstreffen aus? Ja, mögliche Synergieeffekte steht hier, Brainstorming. Da würde ich jetzt einfach mal mit anknüpfen und ja, jeder, der dazu was sagen möchte, der möchte das jetzt tun. Achso, nochmal, Florian, vielleicht einmal die Push- und Talk-Taste anschalten. Ja, genau, anschalten. Das findest du auch unter Konfiguration, Einstellung und gleich das erste, da steht irgendwo rechts dann Push-to-Talk. Ja, vielen Dank für den Tipp, das hatte ich hingekriegt, danke. Super, dankeschön. Okay, dann Wortmeldung mit einem X. Habt ihr ja auf dem Titanpad auch, und dann geht das nach der Rednerliste sozusagen. Also einfach mal nochmal brainstormen, mögliche Synergieeffekte. Was wünscht sich jeder vom Vernetzungstreffen? Wie sieht ein Vernetzungstreffen aus überhaupt? Also im Grunde geht es jetzt hier wirklich mal um Brainstorm. Machen wir da drauf los. Ich lese mal Sagala vor, Ralf, dann bist du dran. Sagala 2010 schreibt, ich finde die Idee eines Vernetzungstreffens sehr gut, gerade in Hinsicht, dass auch die Öffentlichkeit merkt, Occupy ist nicht die Puste ausgegangen. Okay. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, für die, die es vielleicht nicht, die nicht dabei waren oder die davon noch nicht mitbekommen haben, die Berliner haben sich auch vorher schon mal getroffen. Da haben wir auch dann gesagt, wir machen diese Konferenz und da poste ich euch jetzt gleich noch den Link zu dem Protokoll. Da sind auch einige Ideen drin, die dort schon gemacht wurden, so, also ein paar Vorschläge, die schon gemacht wurden. Ja, dann Würzburg. Ja, also es waren nicht nur einige Berliner, es waren, soweit ich weiß, auch Leute aus dem Osten Deutschlands da, es waren wir aus und hatten auch ja, zumindest den Auftrag, Beiträge aus Frankfurt und Nürnberg mit zu überbringen. Also ich sah da schon ein bisschen mehr drin und wie gesagt, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Das jetzt hier irgendwie nochmal auseinander zu klabüstern, wäre auch ein bisschen schwierig. Vielleicht postest du das irgendwo ins Pad jetzt einfach mal rein, Ralf, und dann können sich das die Leute ja durchlesen. Ja, ich habe einen Vorschlag, und zwar Vorschlag wäre vielleicht einer, der dort bei war auf diesen Treffen, dass er vielleicht einmal ganz kurz in kurzen Worten zusammenfasst, was vielleicht dann dort als Ergebnis rausgekommen ist oder beziehungsweise ja, was da an Fakten rausgekommen ist, dass da vielleicht einer, der da mal ja anwesend war, dass er kurz sagt, was da ja Sache war. Mal zwischendurch kann jemand die Serveradresse nennen, da ist jemand, der reinkommen möchte und die Serveradresse nicht hat.
Alles? Geklappt? Ist derjenige drin? Nee, der braucht erst seines, also dieser, ach, okay, occupytalk.org. Genau, steht links jetzt auch nochmal. Ist gepostet worden vom Agenten im OccupyTalk, OccupyTalk.org und dann 64738. Genau. Dann nochmal die Frage halt, hat jemand Lust, der dort anwesend war, vielleicht nochmal was zu erzählen von diesem Treffen? Ralf? Ja, wir haben uns getroffen und hatten erstmal geschaut, erstmal so vorab sondierungsmäßig, wer eigentlich dabei wäre und was eigentlich die Ideen sind, hatten schon so eine Brainstorming-Runde, wie wir jetzt hier nochmal machen wollten, unter Umständen, wo halt jeder mal gesagt hat, was er sich vorstellt in einem Vernetzungstreffen und was für Ideen man umsetzen könnte, und haben das dann tatsächlich auf dem Pad alles mal mitgeschrieben, also auf dem Pad sind ziemlich vollständig alle Ideen, die so gesagt wurden, dann mitgeschrieben, da könnt ihr dann schauen, und dann haben wir im Endeffekt nur noch eben für diese Konferenz eben einen Termin festgelegt und ein nächstes Vernetzungstreffen Treffen am Mittwoch wird es sein, wo wir dann wieder über diese Konferenz hier sprechen wollen und schauen, wo stehen wir oder was können wir machen. Definitiver Zeitpunkt und Ort steht noch nicht fest, das wollten wir mit euch heute diskutieren und schauen, wer alle dabei ist und Lust hat. Ja, aber weiß nicht, habe ich jetzt was vergessen? Gut, Dankeschön, Ralf. Jetzt mal Rainer Mantler. Wir machen ein Kennenlerntreffen immer recht einfach. Termin, Ort bestimmen wir per Internet ab. Die Inhalte erarbeiten wir vor Ort als Open Space Aktion und dann setzen wir uns hin und verteilen die Aufgaben. In jeder größeren Stadt kann ich Kontakte zu Innen-Initiativen vor Ort herstellen, die meistens auch hilfreich sind bei der Koordinierung des Treffens. Dann geht es wahrscheinlich jetzt vorrangig um die Frage, was erwarte ich von einem Vernetzungstreffen? Also was erwartet mich da? Was erwarte ich von dem Vernetzungstreffen? Wie stelle ich mir das Ganze vor? Ja, hat da jetzt noch jemand was zu? Ich bin mal ganz kurz AFK, 5 Minuten. Bis gleich. Jo. Also ich erwarte von einem Vernetzungstreffen, also zum einen ist mir eingefallen, so eine Kompetenzliste, dass die dabei herausspringt, das wäre sinnvoll, dass man die möglichst natürlich alle Leute mal sehen kann. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir uns auf Ziele einigen und auf ein Verfahren, diese zu erreichen. Das erwarte ich von dem Vernetzungstreffen. Okay, das ist schon mal, also Ziele, die wir genau erreichen können. Dann David? Ja. Ah ja, ich hatte nur kurz eine Idee, ob man nicht auch mit Zelten auftauchen sollte, wenn wir dort uns treffen und nachher noch übernachten eine Nacht. Ja, was dann ja die Frage eines, also des Datums, wahrscheinlich erstmal, ja, also im tiefsten Winter hat die haben da wahrscheinlich weniger Lust drauf, im Zelt zu schlafen oder auch nicht. Also ich habe selber im 3 Monate da im Winter im Occupy Kiel Camp, ja, sag ich mal, bei -8 Grad mit dem Arsch abgefroren. Das ist nicht gerade angenehm, aber wenn da jemand Lust hat zu zelten, ist das eine gute Frage. Ich habe es ja gesehen in Frankfurt, ich weiß nicht, ob viele von euch waren bestimmt auch in Frankfurt, wenn man dann da hinten auf den Platz kam und diese kleine Zeltstadt gesehen hat mit 80 Zelten, ich habe sie mal zwischenzeitlich gezählt, das hatte schon Eindruck, also das war schon nicht schlecht. Ich darf noch an die Schlagzeilen erinnern in der Bildzeitung. Occupy-Aktivisten trotzen der Kälte, Wind und Wetter. Ja, und nicht gerade meine Zeitung, aber Rainer Mantler schreibt hier noch, Übernachtung macht Sinn, weil sich der zweite Tag bei uns bisher immer produktiver war als der erste. Ja, wahrscheinlich, weil man sich da kennenlernen muss, an dem man sich erstmal genau kennenlernen muss.
Da sind immer noch irgendwie Schreibsachen an. EDJ Magdeburg, Push-to-Talk-Taste. Bitte, 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 bitte. Hallo, ich hab die doch an eigentlich. Aber du hast belegt mit etwas, was du benutzt. Ach so, okay. Dann guck ich nochmal. Also ich benutze immer meistens die Alt- oder die Strong-Taste, also so Leertaste und so, und das ist dann halt immer ein bisschen kompliziert, wie er auch vorhin schon festgestellt hat, dass du halt dann im Chat auch beim Schreiben Probleme kriegst. Joa. Ich habe noch einen kleinen Tipp zum Zelten im Winter. Ja? Ich habe dann immer für 25 Euro diese Entendaunen von Ikea genommen, noch mit in den Schlafsack. Und dann kann man wunderbar, auch wenn Schnee draußen ist. Erstmal schön warm, ja. Ich glaube, Würzburg, hattest du schon dein Eck gehabt? Nö, danke. Ja, wir hatten auch das schon vorbesprochen auf dem ersten Vernetzungsründchen und da auch mehrere Orte schon zur Disposition gestellt, die Leuten eingefallen ist. Das Einzige, was da jetzt wirklich Sinn machte, aber auch jetzt nicht unbedingt super zentral gelegen ist, war das Wendland. Ich glaube, der Vorschlag kam von Paulette, weil dort sowohl gezeltet werden könnte, als eben auch Leute hinkommen könnten, die etwas, ja, sagen wir mal, wärmebedürftiger sind. Und dann möchte ich auch nochmal einen Raum legen. Ich bin einer derjenigen, die ganz vorne dabei sind beim Zelten, aber jetzt reinführen, Vernetzungstreffen, wirklich sich gegen den Act machen und eventuell von Polizei gestört werden oder ähnlichem. Keine Ahnung, kann einfach, sagen wir mal, kontraproduktiv sein. Ich finde, wir sollten den Fokus wirklich auf Vernetzung und auf Inhalt legen. Und ja, und da einen guten Ort für finden. Also das Zelten ist da für mich eher eine zweitrangige Geschichte. Okay, Ralf? Es war auch mal die Idee im Raum, ob man nicht so das zeitgleich in mehreren Orten organisieren soll. Vielleicht so eine Achse in Deutschland, irgendwie drei Städte, die so dann relativ ganz Deutschland abdecken vom Einzugsbereich her. Das fand ich ganz nett. Oder eben vielleicht kann man es ja auch hinbekommen, vielleicht wenn diese Runde noch ein bisschen größer wird oder so, dass man oder da mehr Leute Interesse dran haben, dass man dann das zeitgleich in vielen verschiedenen Orten stattfinden lässt, halt je nachdem, wie sich die Leute engagieren so. Und dann kann man ja da auch vielleicht sogar die verschiedenen Ortsgruppen miteinander kommunizieren lassen, wenn es technisch löst. So, das war so die Megalomaniac-Idee. Fand ich ganz nett. Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, ich fasse es mal zusammen, weil der Vorschlag kam aus Frankfurt im Speziellen. Das war der Erik, der in Frankfurt auch gut viel aktiv ist. Der meinte letztendlich, man könnte doch eine Art Public Viewing machen, dass man sich drei, vier Städte sucht, quer durch Deutschland, dort eine jeweils kleinere Vernetzungsrunde hat, wo jeder halt besser hinkommen könnte und besser einen Anschluss findet. Und die dann über eine zentrale, was weiß ich, eine Art Teamspeak mit Bild, müsste man mal schauen. Da gibt es ein paar Piraten, die sich da schon Gedanken drüber machen, ob das geht. Dass man das irgendwie miteinander verbindet und somit halt den Leuten die Möglichkeit bietet, irgendwo vor Ort zu sein, tatsächlich Leute kennenzulernen, auch wenn sie nicht die Möglichkeit haben, groß zu reisen oder ähnliches. Ich konnte am Anfang nicht folgen. Ich bin gerade nochmal aufgewacht. Ja, also einschlafen gilt hier nicht. Ich grüße den Maestro Symbiont, der gerade hinzugekommen ist, habe ich irgendwo gelesen. Möchtest du dich kurz nochmal vorstellen? Wir sind jetzt gerade schon mittendrin. Gut, ansonsten würde ich noch kurz ein, zwei Sachen vielleicht zu dieser Thematik sagen wollen. Also von mir aus jetzt gesehen, also das mit den Zelten würde ich sehr gute Idee finden. Natürlich ist das Zelt auf jeden Fall, und das ist ja auch deswegen, warum sie uns geräumt haben. Das ist ja nun das Protestsymbol geworden. Es gibt in drei Städten gibt es Gerichtsurteile, dass das kein Protestsymbol ist und dass das nicht erlaubt ist. Das geht jetzt noch in höhere Instanzen. Von daher, ich finde das Zelt als Symbol für die Occupy-Bewegung auf jeden Fall schon sehr wichtig. Dennoch, von wegen hier Störung und so, ist ganz klar, das müsste dann schon wirklich auf auch ein Privatgelände sein, wo man dann auch wirklich in Ruhe zelten kann.
und nicht dann gestört werde von irgendwelchen grünen Polizisten. Maestro war im anderen Channel, der ist jetzt, glaube ich, hier. Ah ja, nochmal, grüß dich, Maestro Symbiont. Möchtest du dich nochmal kurz vorstellen? Wir sind hier gerade mittendrin. Schön, dass du hier bist. Ist die Frage, ob er reden kann? Ich glaube, der hat kein Mikro. Okay, dann David. Ja, kurzer Einwurf. Also es gibt doch eigentlich so ein Gesetz, wenn man jetzt sagt, hier die Sinti, Roma oder Zigeuner, wie man sie nennt, die dürfen doch auch einen Tag, zwei, drei, oder die Gypsies zum Beispiel, die waren bei uns in der Stadt, die durften zwei, drei Tage bleiben. Da gibt's doch ein Gesetz dazu, dass man einen Tag, zwei campen darf und dann weiter muss. Aber man könnte das ja vielleicht auch vorher anmelden, dort wo man hinkommt. Also ein Gesetz ist mir nicht bekannt, dass es ein Gesetz gibt, dass du jetzt halt irgendwo, sag ich mal, wild zelten darfst. Das fällt ja immer unter dieses Wildzelten. Das ist, also ich wüsste da jetzt kein Gesetz, was das erlaubt. Aber ist ja auch egal, weil, ich meine, okay, das heißt, geht halt um diese Konfrontation, ne, nicht zu haben halt, dieses Vernetzungstreffen dann ja halt stören würde. Und da müsste man halt schon sich sicher sein, können wir das hier machen oder können wir das nicht machen, ne? Also, und das ist ganz klar, die sind jetzt darauf verpicht, also auch hier in Kiel, haben sie uns eindeutig zu verstehen gegeben, wenn an einen anderen Ort gezeltet wird, wird das sofort abgebaut und das ziehen die auch durch. Also da gab es schon Versuche, dann das auch zu machen. Okay, kurze Unterbrechung bitte. Maestro hat Probleme. Maestro, Konfigurationen, da ist eine Option Text zu Sprache, hatte ich zuerst auch, da liest dir eine Stimme ständig das vor, was im Chat geschrieben wird. Einfach den Haken rausnehmen. Ah ja, unten steht's auch nochmal für dich, Maestro. Er hat's, glaube ich. Der Rainer Mendler schreibt weiter, er hat einen 1000 Quadratmeter Garten, da passen 100 Zelte drauf. Auch nicht schlecht, ja. Wo kamst du nochmal her, Rainer? Hannover. Naja, für die aus dem Süden doch schon ganz schön weit, aber nette Option. Okay, gab es jetzt irgendwelche Wortmeldungen? Der Chat geht so schnell. Ich hatte eine gesetzt, aber ich weiß nicht, war jemand vor mir oder nach mir? Ich muss mal scrollen. Ne, du bist dran. Ich war ja 5 Minuten jetzt off-Mikro, hab nicht mitbekommen, also ihr seid schon irgendwie beim Zelten oder Nicht-Zelten. Ist Brainstorm zu Ende von allen? Beiträge, Ideen oder überhaupt warum treffen? Wundert mich jetzt ein bisschen, sorry, dass ich so frage, aber... Nee, wir sind mittendrin, also es geht immer noch um das Thema, was wünsche ich mir von einem Vernetzungstreffen, wie kann das Ganze aussehen, wie sieht das vor Ort aus, Brainstorming und mögliche Synergieeffekte. Also wir sind immer noch bei den Thema Diskussionsrunde. Okay, gut, dann würde ich gerne dazu sagen, also mir persönlich, wenn es zustande kommt, wäre ganz wichtig, dass es wirklich in der Mitte von Deutschland irgendwo ist, also tatsächlich für alle so sternförmig gut zu erreichen. Nicht in Berlin und nicht in riesengroßen Städten. Das halte ich von der Infrastruktur her für unsinnig. Außer es ist eine gute Aktion vor Ort, kann man auch planen. Weil in den Städten, wenn man sich dann sieht, das verläuft sich und das ist, kostet viel mehr Geld mit Public Transfer und allem. Also so ein Gemisch, entweder eine kleinere Stadt, wo eben auch vielleicht Wiesen und so sind. Sowas, wenn ihr jetzt schon eben dabei wart. Dazu noch anzumerken, das hatte ich hier in Berlin auch schon angemerkt und ich möchte, dass es alle bitte im Bewusstsein haben. Es gibt ganz viele Leute, die zelten nicht und nicht mehr. Dazu gehöre ich auch. Ne? Gerne mal irgendwie so vielleicht noch zwischendurch, aber das habe ich irgendwie über Jahrzehnte gemacht. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. So einfach ist das. Und es gibt auch viele, die einfach nicht 20 sind, ne? Und die von ihrer Gesundheit her auch nicht so drauf sind, dass sie also möglichst eben, dass da Anschlüsse sind mit kleinen Pensionen und sowas. Sowas muss bedacht werden, unbedingt, damit wir wirklich alle mit drin im Boot haben. Und nicht nur die Jugend, die sich, wie ich ja auch immer, früher auf jeden Asphalt auf den Fußboden setzt. Also
dass man bitte zu bedenken, das ist einfach ganz wichtig. Ich finde es wegen in der Mitte von Deutschland ganz wichtig. Ich finde es auch wichtig, das von, also nicht in Berlin und nicht in den großen Städten zu machen. So, damit alle gut rankommen. Und dann ist mir, ja, ich bin da immer noch so ein bisschen beobachtend drauf, und für mich ist ein Vernetzungstreffen sozusagen ein Reality-Check. Ich möchte nicht zahlenmäßig wissen, wer überhaupt irgendwie dabei ist, sondern ich möchte auch inhaltlich wissen, was abgeht. Was ist eigentlich hier Occupy Germany? Was ist es eigentlich? Ich finde, es ist immer verschwommener geworden, es verschwimmt immer mehr. Die Grenzen zu Gruppen, die ich nicht will, verschwimmen immer mehr. Sprich Querfront und Rechtsaußen. Und mir ist es ganz wichtig, einen Reality-Check zu haben. Was ist eigentlich Occupy Germany? Was ist es? Der Name kann es ja nicht sein, das Zelt kann es auch nicht sein. Protestbewegungen gab es schon endlos viele seit Jahrzehnten. Ist auch nichts Neues. Was ist es? Das hätte ich gerne. Okay. Gut, dann David. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ich finde, das verschwindet FZR, ich und danach Magdeburg. Ja, okay, also mein Einwurf nur kurz wieder. Also das mit dem Zelten, man muss ja auch nicht im Zelt übernachten. Man kann ja eins aufbauen und trotzdem im Hotel übernachten. Und die andere Geschichte ist, der Mittelpunkt Deutschlands liegt im Dreieck Kassel, Erfurt, Göttingen. Das wollte ich noch kurz dazugeben. Oh ja, danke. Schön, super. Gut, FZR? Florian? Florian, Da ist ein Einwurf von David Hupperich. Ja, der hat er ja gerade schon gesagt. Florian? Florian, Raphael? Hat er ein X gesetzt, Florian. Vielleicht hat er technische Probleme jetzt wieder. Dann erstmal noch ein Einwurf von Deep Sense. Alassia hatte sich in Eisenach getroffen, und zwar hat die Kirche dort irgendwie so ein Kongressdings. Allerdings müsste man sich dann über die Übernachtungskosten einigen. Sorry, ich habe ein technisches Problem. Wenn ich Plus mache, ich teste das nochmal, da geht das irgendwie an Occupy Deutschland, aber nicht mein Name. Du musst oben anklicken Occupy Deutschland, dann kannst du an alle schreiben. Ansonsten geht das an denjenigen, den du gerade anklickst mit der Maus. Das ist hier ein bisschen anders im Mumble Chat. Also oben anklicken Occupy Deutschland, dann schreibst du an alle oder denjenigen anklicken, an den du schreiben möchtest.